Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bandlife Box von Shaka. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bandlife von Shaka, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier eine weiße Box, recht schlicht gehalten, also ist eine Kartonbox weiß eingefärbt und hier oben haben wir, wie bei diesen damaligen Amazon-Boxen üblich, einen Aufkleber. Hier haben wir einen schwarz-silbernen Aufkleber, oben lesen wir 385i präsentiert, also das Ganze damals über 385i rausgekommen, und dann haben wir hier den Interpreten, in diesem Fall Shaka, mit einer dicken Jacke und einer Kappe tief im Gesicht. Und dann lesen wir hier Shaka Bandlife Nako Box inklusive Bonussongs, T-Shirt, Autogrammkarte und Poster. Dann haben wir darunter die Credits und links einen Barcode. Ja, Nako Box, so hat sich das Ganze genannt. Von unten auch glatt weiß. Dann schauen wir mal hinein, nachdem wir jetzt schon wissen, was sich da drin befindet. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir das Album an sich, ein Poster und eine Autogrammkarte. Von innen die Box glatt weiß. Machen wir die mal wieder zu und packen die so lange auf die Seite. So, und nachdem hier das Shirt noch in Folie ist, werden wir dieses Mal rausholen. So, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, im Jahr 2014 erschienen. Es ist das Debütalbum von Shaka und bislang auch das einzige Album von ihm. Es gab es schon davor, und zwar 7 Jahre zuvor, im Jahr 2007, gab es ihn als Teil einer Gruppe, und zwar hießen die damals Wahrheit. Das waren damals Azad, Chase, Cesar und eben Shaka. Da sind sie zu viert unter dem Namen Wahrheit in Erscheinung getreten, haben damals auch ein Album veröffentlicht. Und das jetzt eben das erste Soloalbum. Wir haben hier oben auch wieder 385i präsentiert. Dann lesen wir hier Shaka, Bandlife. Und hier auch nochmals. Und eben diesen haben wir dann hier wieder abgebildet. Genau wie auch schon auf der Box. Also, so sieht das aus. Das Ganze kommt in einem Standard Toolcase. Auf der Seite lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 20 Tracks an der Zahl. Wir haben hier auch wieder den Interpreten. Also es dürfte wohl dieselbe Jacke und dieselbe Cap sein wie auf dem Cover. Allerdings hier eine andere Pose, hier kennt man schon ein bisschen mehr, auch wenn er hier wieder wegsieht. Dann haben wir unten noch die Credits und einen Barcode. Und wir haben jede Menge Features dabei. Wir haben vor allem Features aus Frankfurt, denn wir haben hier Features von Haftbefehl, Celo und Abdi, Oleg Sesh, Azad, nochmals Celo und Abdi, Azad, Hannibal, Vesel, Chase, Amir, Automatik, Celo, Abdi, Vesel, Oleg Sesh, Hannibal und DOE. Ja, dann schauen wir mal hinein. Als erstes nehmen wir uns mal das Booklet raus. So, hier sehen wir dann schlussendlich doch noch das Gesicht von Shaka natürlich. Wir haben hier die insgesamt 20 Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, also wer wurde gefeatured, plus dann in Rot darunter lesen wir auch noch, wer das Ganze produziert hat, also wer den Beat hier beigesteuert hat. Dann haben wir eine Aufnahme hier, und zwar sieht das aus nach Shaka in den Blocks. Und hier haben wir jede Menge Polizei, sieht so ein bisschen nach bürgerkriegsähnlichen Zuständen aus. Dann haben wir hier noch die Credits zum Album, also wer hat das Ganze gemixt, gemastert etc. Okay.
Weitere Polizei. So, dann haben wir hier Chaka, der wohl vor einer Haftanstalt steht. Also hier sieht es auf jeden Fall heftig aus. Jede Menge Kameras und Wachtürme. So, was lesen wir hier? Also hier ist so eine Widmung. Und zwar lesen wir hier: Ich möchte mich mit diesen Zeilen bei denen bedanken, die dies ermöglicht haben. Bei Allah, der mir Kraft gab, meiner Familie und zu guter Letzt meinen Freunden. Vor allem gilt ein großer Dank denen, die an diesem Album mitgewirkt haben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen bedanken, die immer an mich geglaubt haben. Liebe und langes Leben. Und dann haben wir hier auch noch mehr oder weniger eine Unterschrift. In diesem Fall dann auch so von der Optik her wie ein Tag an der Wand. Hier nochmal Chaka zu lesen. Und dann haben wir hier auch nochmal den Interpreten abgebildet vor so einem Häuserblock mit dem Albumtitel hier. Also das könnte man, ja, ich schätze mal, das ist so gedacht, das kann man hier gut als Wendecover verwenden. Je nachdem, diese Seite oder dieses Alternativcover. Ich werde es mal bei diesem hier belassen, weil mir das echt richtig gut gefällt. So, dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus. Und zwar haben wir hier einmal die 6.5 in Rot, dann hier auch wieder Albumtitel und Interpret. So sieht das aus. Und hier lesen wir dann noch: Gehe meinem Schicksal entgegen, mein Herz blutet mit Wörtern und meine Tränen sind der Regen. Also ein Zitat aus dem Track Ewige Nacht. So, ganz kurze Info noch zum Albumtitel. Ben Life, wofür steht das? Was heißt das? Also Ben ist in diesem Fall der Sohn und Life ist ja das Leben. Also es heißt so viel wie Sohn des Lebens. Vom Leben geprägt, könnte man vielleicht auch sagen. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Diese im Hochformat, hier auch wieder abgebildet Chaka. In diesem Fall in einer Pose, als würde er gerade auf uns schießen. Was auffällt ist, dass auch hier wieder das Gesicht zu einem gewissen Teil verdeckt ist, in diesem Fall vom Schatten. Sieht echt mächtig aus. Was mich allerdings stört, dass das hier aufgedruckt wurde. Das finde ich echt schade. Ich hätte mich gefreut über eine richtige Unterschrift. Und ich glaube ehrlich gesagt, im Jahr 2014 bei Chaka war die Auflage der Box noch nicht so übertrieben. Deswegen finde ich es echt schade, dass man hier nicht unterschrieben hat. Aber ja. Also in diesem Fall das Ganze hier rot bedruckt, Rückseite blank weiß. Dann haben wir, bevor wir zum Shirt kommen, noch ein Poster mit dabei. Das sieht dann so aus. Hier haben wir dann auch wieder das Albumcover, in diesem Fall dann im Hochformat. Hier Chaka wieder in dieser dicken Jacke mit der Cap tief im Gesicht. Darüber lesen wir 385i präsentiert. Chaka, Ben Life. Zweimal. Das Ganze einseitig bedruckt und wie gesagt im Hochformat. Also gefällt mir echt gut dieses Poster. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt haben wir noch ein Shirt mit dabei. Dieses Shirt in Schwarz und Weiß gehalten. Wir haben hier auch wieder den Albumtitel plus den Interpreten aufgeschrieben. Hier in der Mitte lesen wir noch die 65, also die Postleitzahl. Ansonsten das Shirt komplett in Schwarz gehalten, auch von der Rückseite hier kein Neckprint, nichts drauf. Die Schrift erinnert mich irgendwie immer an Goodfellas. Also wenn ihr euch mal Goodfellas anschaut oder zumindest das Album bzw. das DVD-Cover, ich weiß nicht, also diese Schriftart assoziiere ich immer mit Goodfellas. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. Gut möglich. So, wir haben es hier zu tun mit einem Screen Stars von Fruit of the Loom. In diesem Fall Größe L das Ganze. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es hier? Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte, wie gesagt, leider bedruckt, nicht beschrieben.
Und dann haben wir das Album an sich im Standard Jewel Case mit insgesamt 20 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Bandlife von Shaka. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shaka unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.